Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider. Ich will noch mal kurz nach hier hinten gehen. Irgendwie müssen wir. Kann man da klettern? Nein, kann man nicht. Schade. Dort hinten kann man klettern und dort, ja. Aber erstmal, war doch hier unten. War nicht hier unten die Höhle? Nee. Wo war nochmal die Höhle? Shit. War die. Die war da oben, oder? Ja, doch, ich glaube, die war da oben. Shit. Genau. Wir haben die Kletteraxt. Ich will damit hier rauf. E. Drücke E. Achso. Hat Style auf jeden Fall. Vor allem, wie sie sich einfach so easy halten kann damit, ey. Das ist echt krass. Hat echt Style. So, da sind noch zwei Wände, genau. Oder noch mehr Wände. Da unten war die Höhle, oder nicht? War die nicht hier unten? Irgendwo war doch diese verdammte Höhle. Oder war sie nicht hier? Hä, wo war die Höhle nochmal? Shit, Leute, wo war die Höhle? Vielleicht noch weiter oben, ich weiß es nicht genau. Irgendwo war doch diese Höhle, wo wir auch hoch konnten. Hier kann ich locker hoch. Nicht? Kann ich hier. No, shit. Okay, gehen wir halt den normalen Weg übers Flugzeug. Wird schon klappen. Warte mal. Da lang mussten wir, oder? Oder war da oben die Höhle? Moment, ich weiß es nicht mehr genau. Shit. Okay, komm. Kletterleiter. Schön. Ich guck nochmal da oben hin. Da oben war doch diese eine Höhle, oder nicht? War das nicht hier? Ja, da, genau. Erkunden Sie Gräber, genau. Okay, da will ich jetzt hier. Genau hier war sie. Hier konnte ich klettern. Ich will eine Fackel anmachen. Heiliger, was? Totenköpfe, okay. Gott, ist das dunkel. Skelette? Oh Moment, Alter, ich sehe gar nichts mehr. Und ich glaube, ihr seht dann genau umso weniger. Wenn ich nichts sehe, dann seht ihr gar nichts. Was mir gerade einfällt. Scheiße, ich habe nicht auf 60 FPS eingestellt. Shit. Moment mal eben. So. Okay. Wo zur Hölle führt uns diese Höhle hin? So, noch mehr Skeletten, okay. Alter. Neues Lager entdeckt. Grab der Unwürdigen. Hä? Einfach mal hinsetzen. Nur um zu speichern. Ich glaube, das speichert nämlich dann immer dann genau in dem Moment, wenn ich mich an ein Grab setze. Dann speichert es auf jeden Fall hundertprozentig. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Wo zur Hölle sind wir hier? Okay, Moment. Springen? Raufklettern. Wir haben keine Fackel mehr. Verdammt. Ich brauche eine Fackel. Dorthin. Komm. Nice. Ich bräuchte. Moment, die geht immer wieder aus, wenn ich hier durchgehe, oder? Oder bleibt sie durch wie durch einen Zufall an? Komm schon. Danke.
Geht sie aus? Ja, sie geht aus. Shit. Okay, kann ich die Fackel hier dran irgendwie anmachen? Nein. Ich muss die da drüben anmachen. Durch, okay. Oh Gott! Nice. Ja, ich kann nur das abfackeln. Okay. Zack. Okay. Was ist da runtergefallen? Skelette. Schön. Ah, ah. Okay, das... Ah, das hat uns ein bisschen Gewicht gebracht. So, und irgendwie muss ich jetzt von da aus... Also, hier ranspringen, genau. Ah, hochklettern, okay. Dorthin springen und... Axt, nice. Ist auf jeden Fall ziemlich geil gemacht. Schönes Rätsel, muss ich sagen. Schönes, schönes Rätsel. Wir haben Erfahrungspunkte dadurch sogar bekommen, okay, super. Zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Oh. Ei, ei, ei. Cool, wir haben sogar einen Fähigkeitspunkt bekommen und Belohnungsorte. Okay, wir haben Belohnungsort bekommen. Ist ja mal geil, Alter. 250 dieser Upgrades. Oh lol, das ist ein Seil gewesen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ah. Gut, dann war es super, dass wir erst hier hingegangen sind. Jetzt können wir nämlich erstmal einen Fähigkeitspunkt einsetzen. Machen wir weiter überleben oder machen wir... Ich glaube, wir machen das hier. Was braucht das eigentlich? Rang 2 der irgendwas. Achso, der Waffen wahrscheinlich. Ja, okay. Wir meistern den sicheren Schuss. Und... brauchen 200 dafür. Klar, warum nicht? So, finden Sie zwei weitere Teile, um ein Upgrade freizuschalten. Ah, okay, wir können Upgrades freischalten, indem wir weitere... Modifikation für den Boden bekommen? Boden? Für den Bogen bekommen? Okay. Interessant. Interessant. Ach, man muss hier eine Fackel anzünden, um hier durchzugehen. Okay. Aber die Helligkeit... Oh, ist das schön. Das ist herrlich. Das ist herrlich hell. Für mich zumindest. Ja, blenden diese Softboxen halt einfach viel zu sehr. Das ist das Problem. Ja, drücken Sie Tab und bla. Ist okay. Muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Ja, wie gesagt, mich blendet der, die Softboxen blenden mich viel zu sehr. Meine Brille ist auch noch, ja, ein bisschen nervig, was das angeht, denn ich bekomme, denn die spiegelt so sehr das Licht nochmal. Wie heißt das? Sie ist nicht entspiegelt oder so? Heißt das so? Ich glaube schon. So, und einmal nochmal da runter. Kann ich runterfallen, bitte? Ah, mit Shift, okay. Ja, heißt es ist nicht entspiegelt. Ich glaube, so heißt das, ja. Das heißt, ja. Mich blendet auch immer die Sonne beim Autofahren mega, wenn ich die Brille halt auf habe. Das ist so schlimm. Oder allgemein blendet mich halt alles Licht. Leertaste nach links. Okay, zack. Hab ich doch. Ich habe vorher sogar schon E gedrückt. Mein Magen knurrt, ich hab Hunger, ich sollte was essen. Hm. Hä? Echt jetzt? Hier war ich doch gerade schon. Verdammt! Okay, ich hätte auch den anderen Weg gehen können. Super. Ach, da ist die weitere Kletterwand. Toll. Hier. Super. Wow. Ich bin, wow, voll den Umweg gelaufen. Ich bin ja begeistert, ey. Heiliger. Oh, Mann. Das war doof. Das war hohl. Aber mega.
Wir müssen darüber. Eieiei. Spring, Lara! Drück doch eh! Oh. Oh. Ja. Oh. Oh. Lol. Sicher? Ich will noch nicht hoch. Ich warte noch kurz, bis sie sich irgendwie umdrehen oder so. Gehen wir rein. Ja, reingehen ist super. Ist der tot, ja. Oh lol, da ist ja noch einer. Lol. Eigentlich wollte ich gar nicht... Ich wollte eigentlich den Bogen benutzen, aber okay. Moment. Kann... Oh Mann, verdammt. Ich wollte die eigentlich zerstören. Ja, okay. Ein Hühnchen. Da war ein Hühnchen. Ein Hühnchen. Können wir hier hoch? Ja. Können wir hier die... Nee, hier müssen wir die Kletterachse benutzen, genau. Aber vorher... Springt Lara ins Wasser, weil ich zu dumm bin, um Lara zu bewegen. Okay. Ich will... So, drüber! Nice. Was ist hier so? Hier ist nichts. Obwohl, kann ich aufs Haus? Nein, kann ich nicht. Schade. Hey, cool. Perfekt gesprungen. Skill, natürlich. Das... Nochmal das, ein weiteres Tage-Logbuch-Dings. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch... Nee. Will ich mir jetzt nicht anhören. Pfeile. Ja, wir sind voll, verdammt. Okay, Moment. Was haben wir hier denn noch so im Wasser? Ist hier noch irgendwas Interessantes? Dort. Er bringt uns nichts, schade. Aber manchmal spackt die Steuerung hier so ein bisschen rum, ne? Da können wir hoch. Wir könnten natürlich den Kletterweg nutzen, aber erstmal will ich hier lang gehen. Wow, ich bin viel zu früh gesprungen. Das war ja... Wow, ich bin begeistert. Moment, ich will doch mal erst den Kletterweg nehmen. Gehen wir da lang. Dann kommen wir dorthin. Da ist noch eine Box. Was auch immer die mir bringt. Ah. Müssen wir das anzünden? Ich weiß es gar nicht. Ich will es mal austesten. Springen wir. Genau, ich. Und dort hoch will ich einmal. Danke. Ja, wieder eine neue Maske vielleicht? Oder ein Fächer? Eine Art Mörser und Stößel. Ah. Wahrscheinlich für das. Okay. Ist hier so nichts. Aber wir könnten eigentlich noch eine Etage tiefer, ne? Irgendwie. Indem wir hier runterfallen. Bitte. Danke. Noch ein paar neue Schrauben bekommen, glaube ich. Okay. Kann ich jetzt irgendwie das... Ich will meine Fackel irgendwie anzünden, aber ich weiß nicht wie. Ich habe ja leider kein Feuer oder so, womit ich die Fackel anzünden kann, oder? Ja doch, da hinten ist Feuer. Komme ich da hin? Nee. Nicht von hier aus. Hm. Aber der Sturm ist ganz schön krass jetzt, ne? Der ist ein bisschen sehr, sehr, sehr krass. Momentan. Bisschen nervig, muss ich ja sagen, aber... Gut. Heiliger. Springen! Ich will nicht rüber balancieren. Gut, wo müssen wir jetzt hier hin?
Ah, da können wir die Fackel... Oh, Moment, da können wir die Fackel anzünden, glaube ich. Ja, können wir. Schön. Und das einmal anzünden. Um wieder ein paar Schrauben zu bekommen. Okay, Moment, dann können wir... Nein, ich will runter. Boah, die Blitze sind ja auch ein bisschen krass, ne? Ah, okay, ich brauchte nicht mal die Kletteraxt dafür. Zack. Und anzünden. Erleuchtung, neue Herausforderung. Abschließen für EP. Ah, Statuen anfackeln. Cool. Okay, wir müssen dorthin. Ha! Nice. Schöne Sache geschafft, okay. Dort könnten wir hin oder aber auch erstmal nach hier. Aber da kommen wir nicht rein. Da liegt ein Geo-Dings wahrscheinlich drauf. Ich will den haben. Ja, nice. Okay, hat funktioniert. Ah, okay, Moment, hier können wir auch raufspringen. Zack. Dann nach hier. Okay, schön, schön, schön. Ist da gerade was eingebrochen? Das ist nicht so schön. Und was ist das? Oh, lol, lol. Fuck. Oh Gott. Ich habe erst gar nicht realisiert, was da gerade passiert ist, ey. Heilige. Wer hat mir das gerade gesagt? Wo bist du? Hast du Sam gefunden? Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Eieiei. Sag Bescheid, wenn ich dort bin. Okay. Ja, von hier aus. Lol, als ob der einfach mal so ein Molotow geworfen hat. Ach, der ist da immer noch hinter. Als ob ich daneben geschossen habe. Lol. Modifizierung der Waffe verfügbar. Okay, cool. Ach, ich habe wahrscheinlich einen Teil von seinem Bogen bekommen. Der hat ja gerade einen Bogen, glaube ich, in der Hand, ne? Da, die Pfeile habe ich gerade gesucht. Okay. Dafür brauchen wir aber erstmal ein neues Lagerfeuer. Jetzt durch ein Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Ach ja. Und bitte einmal noch mehr Schrauben. Schön. Noch ein neues Upgrade. Verfügbar. Also wir können noch mal irgendwas upgraden. Durch die ganzen neuen Schrauben. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Wo zur Hölle sind wir hier, Alter? Das ist ja... Weiß nicht, so eine... Ein halbes riesiges Lager. Eieiei. Wie kann das Feuer eigentlich die ganze Zeit noch an sein? Obwohl es die ganze Zeit regnet halt. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey. Wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre.
Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Okay. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Ja. Oh, wie süß. Pinguin-Pyjama. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf dich. Jo, aber ich will bitte... Das ist meine Maus. Ah. Fähigkeitspunkte. Wir haben keinen. Verdammt. Moment. Ah, wir haben nur das Kämpfer. Ah, wir können Kämpfer-Upgrades machen. Okay, cool. Der ist sehr cool. Haben wir nichts für den Bogen? Ich dachte, wir haben was für den Bogen gefunden. Was können wir hier von den upgraden? Belüfter. Ja, komm. Was? Genau, mehr Schaden. Holen wir uns als nächstes, glaube ich. Oder wir sparen auf die 400. Ja, ich glaube, wir sparen auf die 400. Das könnte auch eine gute Idee sein. Ah! Neue Maske? Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich. Okay. Eine Münze. Von da kommen wir, genau. Munition brauchen wir nicht, okay. Wo sind die? Ach da, okay, okay. Moment, ich muss nochmal neu.
zielen. Perfekt. Okay. Hat es da nicht noch einen gesehen? Ja, da war. Ach, der. Okay, schön. Gut. Hätten wir. Was? E gerückt hätten? Für was? Ah, Fackel anzuzünden. Nee, scheiße Fackel. Den da oben habe ich ja schon gesnackschild. Den dort an der Lampe, meine ich. War da nicht auch gerade noch einer? Ne, ich glaube, wir haben jetzt alle, oder? Haben wir jetzt alle? Ja, ich glaube, wir haben jetzt alle. Sonst würden wir uns wieder ducken. Aber gut. Habe ich hier nicht einen erledigt? Sind die ganzen... Mann, die ganzen Leichen sind weg. Verdammt! Ich wollte noch das ganze Loot haben. Ah, wir ducken uns wieder. Das heißt, irgendwo sind wieder welche. Ah, da ist noch einer. Okay. Können wir da noch lang? Da können wir noch hin. Ich gehe mal hier lang, genau. Oh, der Part ist vorbei, verdammt. Ich will mir das hier aber dann noch angucken hier. Schnell alles. Können wir hier hoch? Nee, wieso nicht? Schade. Gut, dann würde ich sagen, hier beenden wir jetzt den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.